Name ist Eckbert Lienhardt aus Buchholz. Und ich habe jetzt hier ein neues Projekt vor. Und zwar nach der Reihe Einfälle statt Abfälle möchte ich einen sogenannten Abwärmeofen bauen. Dabei geht es darum, dass solch ein alter Kanonenofen gut heizt, aber die Wärme geht auch gleich wieder hinaus zum Kamin. Es ist wichtig, dass wir erstmal den Flammenersticker, der hier eingebaut war und überall eingebaut ist, den nehmen wir hier einfach heraus, den brauchen wir nicht mehr. Zack. Es soll also hier nachgeschaltet werden, ein großer Abwärmeofen aus Ziegelsteinen, der die Wärme behält und gleichmäßig an den Raum abgibt, sodass wir Heizenergie sparen können. Die Ziegelsteine. Das war mal ein Munitionsdepot aus Hitlers Zeiten. Die habe ich günstig gekauft für 60 Euro, 200 Stück. Und damit soll das Projekt nun starten. Die erste Lage besteht aus Gehwegplatten aus Zement. Der Rauchabzug vom Ofen kommt hier rein, geht da hoch, zum Teil auch etwas hier unten. Hier oben in die zweite Zelle, unten durch und hier wieder hoch in das Ofenrohr. Und damit zum Anfeuern ist der Ofen noch kalt, deswegen muss hier erstmal eine Klappe rein. Hier wird dann geöffnet, dass der Rauch gleich hier abziehen kann. Und wenn der Ofen etwas warm ist und gut zieht, macht man die Klappe zu. Ein dickes Mirosta-Blech. Auseinanderschieben werden die Rohre ein bisschen fast gemacht und an einem Ende aufgebaut. Mal gucken, wie es passen.
gleich, ne? Von der Größe her. Ja, so. Was sagst du dazu? Ich finde ihn gut, also ja. Der ist gut erhalten und ja. Ich finde ihn schon gut. So ja. Hübsch hier. Ich mach mal die Klappe auf, da. Die Leistung bringt das, musst du.